Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute reisen wir gemeinsam nach Australien, denn Tim ist bereits auf den Weg ins Dschungelcamp. Ja, er gönnt sich vielleicht noch ein bisschen Urlaub. Es ist wirklich schön anzusehen. Er hat hier eine tolle Story gemacht. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal die Eindrücke, die Tim hat, weil, wie ich fand, das war doch mal Fanmanagement, was er gemacht hat. Kommen wir aber noch zu. Zusammen mit seiner Mutti ist er unterwegs und weil wir ja hier über den Dschungel sprechen werden, natürlich nächsten Samstag. Schon am 13.01. in einem Livestream und denn dann ab dem 19.01. jeden Abend eine Stunde vor dem Dschungel bin ich hier auf YouTube live und bespreche mit euch die Folgen. Das heißt, es wird super, super spannend, wenn es lohnt sich unbedingt diesen Kanal zu abonnieren, wenn du nichts mehr vom Dschungelcamp verpassen möchtest, meine Lieben. Und deswegen machen wir mit der Berichterstattung auch gleich weiter. Ich habe hier einen Artikel, der ist ganz spannend, der ist direkt von RTL. Hier geht es darum, dass, wie gesagt, Tim jetzt losgeflogen ist auf den Weg nach Down Under und hat hier auch sehr viele Eindrücke festgehalten. Diese Eindrücke, die will ich euch gleich einmal zeigen aus seiner Story und dann eigentlich können wir dann auch diesen Artikel hier kurz besprechen, denn Tim gibt hier einige interessante Einblicke, die ich, wie ich finde, so von ihm gar nicht erwartet hätte, aber das gucken wir uns später an. Zuallererst würde ich sagen, ich schalte zum Katzenreporter-Handy und wir gucken uns mal die verschiedenen Stories an. Okay, Feuer frei. Hier sehen wir als erstes ein Bild, also er ist wie gesagt unterwegs. Hier haben wir das erste Bild, welches er eingefangen hat. Dann haben wir auch noch dieses Bild, was er eingefangen hat. Und jetzt sehen wir ihn einmal zusammen mit seiner Mutti feuerfrei. Mama sieht einfach aus, als wäre sie auf so einer Klassenfahrt. Gar nicht. Doch. Ja, also hier haben wir schon mal Tim und Mutti zusammen gesehen. Ich finde ja seine Mutter total sympathisch, muss ich ja ehrlich sagen, ja. Und jetzt kommen sie quasi an und jetzt genießt einfach mal die Eindrücke, die wir hier zusammen sehen. Oh, ist das nicht schön? Sie weint wieder. Toll, oder? Ja, hier musste ich leider jetzt einen Flimmerfilter rüberlegen. Also ich musste das verpixeln. Tim hat halt mit in die Menschenmenge reingefilmt. Geht aus meiner Sicht halt gar nicht. Ich sag's ja immer wieder, fremde Menschen zu filmen, gerade an einer Hotelanlage, das habe ich auch schon bei ganz vielen anderen Promis nicht gut gefunden. Das muss ich hier halt auch sagen. Das ist auch das Einzige, was mir hier das so ein bisschen kaputt macht, dass Tim zwar seinen Zuschauern alles zeigen möchte, aber das Filmen von fremden Menschen, da sind auch Kinder, das geht halt einfach nicht. Da muss Tim wirklich auch ein bisschen drüber nachdenken, was er da macht. Aber wir gehen mal weiter rein. Sehr. Wow. Also das sieht heftig aus. Ja, jetzt sehen wir Tim gleich ein bisschen dankbar. Und was ich halt schön finde, dass er sich auch halt direkt an seine Zuschauer, also an seine Fans richtet. Das gucken wir uns auch mal an. Boah. Ich habe einfach keine Worte dafür. Ich stehe gerade im Hotelzimmer. Gucke nach draußen. Ich werde euch das alles noch zeigen. Eine Roomtour, alles Mögliche. Aber ich bin einfach so dankbar, hier sein zu dürfen. So klar, Dschungelcamp, das kommt alles noch. Aber wisst ihr, das ist so eine Möglichkeit, auch einfach so über den Dschungel hinaus das alles erleben zu dürfen. Ich bin dankbar für euch, dass ihr mir das ermöglicht habt. Ich bin dankbar auch natürlich an RTL, dass das alles irgendwie geklappt hat. Also ich bin richtig, richtig fertig. Ich habe keine Worte mehr. So, und da möchte ich was zu sagen, weil das war wirklich tolles Fanmanagement. Ich weiß nicht, wie viele Künstler sich erstmal bei ihrer Community bedankt haben, auch noch vor RTL. Denn Tim ist klar, er hat das alles seiner Community zu verdanken. Ohne seine Community wäre er niemand. Genauso wie ich, auch ich wäre ohne meine Community ein Niemand, weil niemand sich für mich interessieren würde, für meinen Content, für das, was ich tue. Und Tim hat das begriffen. Und das ist wirklich etwas, wo ich wirklich froh bin, dass er so tickt, dass es halt wirklich jemand ist, der einfach
seiner Community eine Dankbarkeit aussprechen kann. Das ist etwas Schönes, eine Eigenschaft, die er hoffentlich beibehält. Und Tim ist schon so lange im Geschäft, dass ich mir das jetzt nicht vorstellen könnte, dass diese Eigenschaft auf einmal weg ist. Ganz, ganz toll, sich hier zuerst bei seiner Community zu bedanken, dann bei RTL. Und jetzt sind weitere Einblicke von ihm, wo er so ein bisschen, ein paar Fotos teilt, die er aus dem Hotel geschossen hat, die ich finde auch wirklich schön. Es ist ein wunderschönes Hotel. Es dürfte nicht das Hotel Versace sein. Da geht es erst hin. Ich glaube, das ist das Hotel, wo er dann noch Urlaub macht. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber seht selbst, es ist schön. Und jetzt geht's ins Hotelzimmer und da hat Tim auch nochmal was zu sagen. Wisst ihr, es werden jetzt so krass emotionale Wochen, dass ich einfach gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt denken soll. So, ich vermisse for real meine Freunde gerade so krass. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe echt die letzten Monate mit meinen Freunden jeden Tag was gemacht. Aber auch einfach jetzt so, ich bin mit meiner Familie hier. Ich war so lange nicht mehr mit meiner Familie irgendwo. Also Mama, Sven und ich, wir sind früher immer in den Urlaub geflogen. Das haben wir nie gemacht. Und jetzt einfach muss das erst zum Dschungelcamp kommen, dass wir nochmal zusammen irgendwie an den Strand fliegen. Ich sehe hier gerade was. Wenn ihr das sehen könntet, würdet ihr auch heulen. Ja, es ist so krass. Und dann einfach Dschungelcamp. Also ich muss das alles, also for real, es sind mir viel zu viele Eindrücke heute. Ich realisiere das alles gar nicht. Und ich glaube, das können wir alle verstehen. Tim wird aktuell einen kleinen Traum leben, da bin ich mir ganz sicher. Er wird wahrscheinlich schon länger einen Traum leben, aber das ist nochmal der Traum vom Dschungel. Und ich glaube, Tim hat noch nicht so ganz verstanden, was dann noch so alles auf ihn zukommt. Wobei, Tim wird das ganz genau verstanden haben. Aber es wird nicht leichter werden, denn wir werden Tim ab dem 19. Januar auch im Dschungelcamp sehen. Und jetzt ist natürlich spannend, was nimmt er denn alles mit ins Dschungelcamp? Und hier habe ich schon gesagt, ich habe für euch was vorbereitet, nochmal einen kleinen Artikel über Tim und seine Reise nach Down Under und wie er sich vor allen Dingen auf das Dschungelcamp vorbereitet. Da wollen wir mal reinschauen und zwar, wir zitieren natürlich von RTL, so bereitet sich 24 Tim auf das Dschungelcamp-Abenteuer vor. Als Social Media Star ist es 24 Tim gewohnt, jederzeit zu checken, was seine Community von ihm und seinem Content hält. Bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist das allerdings nicht mehr möglich. Dort gibt er sich den TV-Zuschauern gnadenlos hin, ohne im Camp zu wissen, was diese von ihm und seinem Auftreten halten. Das Coole am Dschungelcamp ist wirklich, dass alle Karten auf Null gesetzt werden, erzählt der 23-jährige RTL im Interview kurz vor seinem Abflug nach Australien. Auf die Zeit im berühmt-berüchtigen Dschungelcamp hat sich der Influencer ganz besonders vorbereitet. Zum einen mit seiner Frisur, die plötzlich ganz anders aussieht, als man es sonst gewohnt ist. Ich habe gedacht, das ist besser, falls ich irgendwie so mit Kot abgeworfen werde oder Fischabfälle oder was weiß ich. Dann mache ich einfach so, erzählt er und schüttet seinen Kopf, denn fällt alles runter. Doch nicht nur das ist anders am 23-Jährigen. Das hat 24 Tim für das Dschungelcamp eingepackt. Auch seine langen Fingernägel hat er hinter sich gelassen. Am Flughafen überrascht er uns mit kurzen Nägeln, aber keine Sorge, ich werde vor Ort draufkleben und ich wollte nicht, dass die Schrott gehen, so 24 Tim. Auch die Stirn habe er sich aufmöbeln lassen für den TV-Auftritt der Extraklasse mit Botox. Guck mal, ich versuche gerade mit Ach und Krach meine Augenbrauen hochzuziehen, demonstriert er uns im Interview vergebens. Ich kann auch nicht mehr böse gucken. Ich gucke einfach regungslos, wenn ich etwas scheiße oder gut finde. Zitat Ende. Ja, das ist halt schade, weil gerade die Reaktion, die Mimik von einigen Künstlern ist ja gerade spannend, auch im TV-Dschungel. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Botox-Geschichte schon wieder so eine gute Vorbildsfunktionsgeschichte ist, aber zeigt mir mal irgendwelche Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da gibt es ja wirklich kaum noch jemanden, der irgendwie natürlich ist, ja. Machen wir mal weiter. Und auch sonst hat der junge Mann vorgesorgt für die Zeit im australischen Busch. Er habe Enthaarungscreme eingepackt für den Hintern. Das ist wirklich wichtig, weil wenn ich da duschen gehe und man da alles sieht. Außerdem habe ich Selbstbräuner und Klebetattoos dabei. Ansonsten fahre der 23-Jährige keine besondere Strategie. Er möchte sich zeigen, wie er ist. Und wenn da die richtigen Fragen gestellt werden, habe er auch ganz viel zu erzählen. So Tim, Zitat Ende. Ein sehr spannender Artikel, wie ich finde. Ich finde ihn ganz spannend, ich finde ihn sehr gut. Vor allen Dingen gibt es nochmal so einen kleinen Einblick von Tim.
Tim ist ja mit einer der heiß ersehntesten Kandidaten im Dschungelcamp, aber nicht nur Tim, da ist natürlich noch Lucy Diakovska mit dabei, da haben wir noch Sarah Kern, wir haben extrem viele Kandidaten, die doch für den einen oder anderen sehr interessant sind. Schaut euch gerne mein Kandidaten-Check-Video an, da bin ich auf alle Kandidaten eingegangen und dann gibt es nochmal ein Video von mir, wo ich auf jeden Kandidaten einzeln eingegangen bin. Ihr seht, ich habe Bock auf Dschungel, ich werde mit euch Dschungel machen und wir werden hier viel Dschungelzeit verbringen, meine Lieben. Am Samstag, den 13.01., also folgender der Samstag, der jetzt kommt, bin ich hier schon mit der ersten Ausgabe, mit der zweiten Ausgabe sogar schon live, der Livestream Dschungelcamp, Dennis Dschungel Talk. Da geht's denn los und der Startschuss fällt dann natürlich auch am 19.01. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr vom Dschungel erfahren wollt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, wünsche euch aber einen wundervollen Tag. Wir sehen uns nochmal um 14 Uhr wieder mit einem ganz anderen Thema und bis dahin erstmal alles mit Liebe. Tschüss.